So, hallo und herzlich willkommen zurück auf der 3 Sterne. Ja, ich bewege mich heute wie ein einarmiger Bandit. Es ist einfach so. Jetzt gucken, ob ich hier die Tür nicht aufkriege. Verarscht. Da steht er nicht drin. Also, nicht wundern, wenn ich mich heute echt so komisch bewege. Das liegt einfach daran, ich muss gerade was gucken, wo die Spritze ist. Das liegt einfach daran, weil ich jetzt dieses lustige Pult hier habe. Deswegen hört das auch die ganze Zeit klicken, weil ich nämlich immer zwischen Kamera und Bewegen umschalte. Bei dem Joystick. Und zwar ist das das Pult, also die Seitenkonsole vom Seitec. Vom Landwirtschaftssimulator quasi. Das heißt, gucke ich mal gerade, wo die Spritze ist. Fängt ja schon gut an hier. Ach was. Ja, ich habe schon mitgedacht, ne? Dann lass mal nochmal dahin. Dann seht ihr mal den Joystick quasi in Aktion. Ich muss ja dazu sagen, es ist ziemlich ungewohnt, alles doppelt und dreifach machen zu müssen. Aber ich habe es mir jetzt so ausgesucht. Ich könnte es auch einfach umgreifen zur Maus und Tastatur. Aber nö. Ich möchte ja von der Maus und Tastatur komplett weg. Das wäre mir eigentlich am liebsten. Das ist halt nicht sonderlich einfach, sagen wir es mal so. Ja, also wir müssen auf jeden Fall düngen heute. Die Winterfelder sind auch schon soweit fast fertig. Also da fehlt es wirklich nicht mehr sehr viel und dann sind die halt fertig. Deswegen, die müssen auf jeden Fall gedüngt werden. So. Also wie gesagt, das kann heute alles ein bisschen länger dauern. So, da hat sich mein Aufnahmeprogramm verabschiedet. Sehr gut. Ja, ich kenne die ganzen Knöpfe noch nicht. Das wollte ich damit sagen. Deswegen kann es heute ein bisschen länger dauern. Und das Panel-Gedöns, das ist ja jetzt alles neu. Hä? Er sollte runtergeklappt sein. Das ist doch nicht runtergeklappt. 12. Jetzt fährt er das wieder hoch. Oh. Nee, auf und zuklappen. Das war nicht der Plan. Ah, jetzt habe ich's, jetzt habe ich's. Runterklappen heißt nicht zuklappen, ne? Oder wie war das? Naja, Hauptsache es, und wenn es halt zusammenklappt, also dann. So. Auf geht's. Wie gesagt, das kann heute alles ein bisschen länger dauern. Aber ich möchte ja komplett weg von Tastatur und Maus und so. Und deswegen bewege ich mich jetzt quasi mit Joystick, Lenkrad und jede Menge Knöpfen. Und irgendwie. Entweder habe ich gerade das Gefühl, der düngt nicht richtig. Ah, doch. Jetzt sieht man die Textur. Das ist halt der Nachteil, wenn das Feld schon ordentlich gewachsen ist und man dann anfängt zu düngen. Ja. Da muss man immer gucken, passt's, passt es nicht, passt es nicht. Und. Aber meistens passt's. Ja, also. Ja. Wie gesagt, ihr hört jetzt auch immer mein Lenkrad. Weil das ist wirklich gar nicht mal so leise. Ach komm schon. Jetzt weiß ich, warum man da Probleme gemacht hat. Was wollte ich denn jetzt? Das Ding hier wieder nicht so, sondern so. Und so. Haha. Ja. Wir haben ja noch das Drive-Control-Gedöns aktiv.
Na, das, was ja noch neu dazugekommen ist. Und den habe ich, glaube ich, seitdem nicht mehr gefahren. Auf jeden Fall hat er die ganzen Sachen halt noch nicht drin. Aber ich fahre hier echt gerade wie der letzte Mensch. Wie gesagt, das liegt einfach daran, weil ich jetzt zum Beispiel nicht mehr großartig erkenne, wo was ist. Also wo da jetzt noch nicht gedüngt ist oder wo eben schon gedüngt wurde. So, ja, wie gesagt, das sieht man nicht. Also ich sehe es halt zumindest nicht, wo jetzt da die Textur halt dementsprechend endet. Heute ist wirklich der Wurm drin. Fängt schon alles super an. Und heute wollte ich wirklich mal hier so richtig aufnehmen und so. Naja. Okay. Also eben ist Aufnahmeprogramm abgeschmiert. Dann jetzt noch halt Telefon. Das sind alles Sachen, die kann man nicht vorhersehen. Naja. Naja. Ist halt so. Also ich mache das hier gerade nach Gefühl, ne? Kann auch von mir aus ein bisschen mehr Dünger verbrauchen, das ist mir egal. Aber wie gesagt, ich mache es hier gerade echt nach Gefühl. Die Spritze ist eh nicht so easy. Und hier ist noch großartig viel Spritzen, ist halt auch nicht so easy. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach schnell die beiden Felder. Also das Feld hier. Und also das Feld hier und direkt noch ein Stückchen weiter links da unten runter ist ja noch das andere Feld. Das ist wirklich schrecklich, ne? Ich muss sehr, sehr viel umdenken und ich muss dann echt überlegen, wie was wo ich mache. Das ist echt nicht so easy. Also, es gab schon einfachere Momente in meinem Leben, sagen wir es mal so. Oh nein. Habe ich denn erwähnt, dass ich einfach ein bisschen mehr jetzt momentan verbrauchen werde, weil ich hier nicht sehe, wo was wie gedüngt wurde? naja. Ja, aber ja. Ja, ansonsten haben wir jetzt gleich noch das große Feld vor uns. Das muss auch wieder gedüngt werden. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Felder, die wir jetzt düngen können. Ich hoffe einfach mal, dass ich zumindest die kleinen Felder bis zu dieser Uhrzeit dann noch schaffe, bis dann halt das Video quasi schon wieder ein Ende gefunden hat. Das wäre nämlich in dem nächsten Video dann. Puh. Eigentlich wollte ich mit euch das letzte Feld bearbeiten, weil ich habe gesehen, dass ich im Feld vergessen habe. So, zusammenklappen. Alles klar. Also ich habe es erst zusammengeklappt und habe es dann versucht hochzuklappen. Das hat dann nicht so funktioniert, dann ging es direkt wieder runter und war wieder, ne? Also wenn ich dann quasi zusammenklappt, brauche ich es nicht mehr hochklappen. Ja, ich meine, das war damals schon so. Mich wundert es, dass ich das jetzt nicht weiß.
Naja. Ja, wie gesagt, die Konsole ist cool, aber Tastenbelegung und Kombination Konsole mit Lenkrad, und Lenkrad ist ja auch neu. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur mit Joystick gezockt, mit Controller. Das ist halt schon eine andere Nummer, ne? Also jetzt habe ich hier so ein Teil, wo ich da wirklich überlegen muss, was ich wo wie mache. Das hast du halt bei dem anderen nicht. Naja. So, dann würde ich mal sagen. Gentlemen, start your engines. Ah, ich stehe aber falsch. Nein. Ach komm, dann machen wir erstmal links. Ich frage mich gerade, ob irgendjemand noch DTM verfolgt hat. Also, ich habe ja am Sonntag noch DTM gestreamt. Aber ich meine halt vorher, ne? Ob das irgendjemand vorher schon interessiert hatte. Auf jeden Fall hat der Rast gewonnen. Ja. Da hatte ich ja die Soundprobleme, da habt ihr ja nichts gehört an meinem Sound. Und ja, der Rast ist halt ein Rookie. Da ist er schon sehr verwunderlich, dass er halt direkt in seiner ersten Saison, weil das war seine allererste Saison und das erste Mal wirklich durchgehend im DTM-Wagen gesessen. Der hat nur so ein paar Probefahrten gemacht. Und kam auch aus der. Also der ist vorher schon Langstrecke gefahren. Sowas wie 24 Stunden. So kann man das, glaube ich, am besten ausdrücken. Und ja, wie gesagt, da war das auf jeden Fall schon echt sehr verwunderlich, dass der noch den Titel geholt hat. Ne? Der ist deutscher Tourenwagenmeister. Ja. Und Ekström hat es nicht geschafft. Also, dass Audi das Ganze macht, das war spätestens nach dem ersten Rennen auf dem Hockenheimring klar, dass der BMW eh nichts mehr zu gemelden hatte. Das war auch schon vorher klar, aber Mercedes hätte noch was reißen können. Und ja, damit ist Audi auf jeden Fall die beste Marke dieses Jahr. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, wenn die Winterpause wieder vorbei ist. Ja, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also ich glaube, die letzte Saison mit Mercedes wird auf jeden Fall nochmal spannend, aber da wird auch Mercedes nichts mit zu tun haben mit dem Titel. Weil ich glaube kaum, dass sie jetzt fürs letzte Fahrzeug nochmal so immens viel da reinbuttern, dass das Ding plötzlich die Konkurrenz schlagen kann. Ist zumindest meine Meinung, aber das werden wir jetzt sehen. Aber ich glaube, den meisten geht es so, jetzt, wenn es dann halt direkt wieder vorbei ist, dass es halt, zum einen kommt halt dieses Wintergefühl auf, scheiße, es wird wieder kalt, und zum anderen ist es halt einfach so, wie vorbei, also von mir aus könnte es direkt weitergehen. Und so ein Motto, die hatten doch gerade Pause. Ja, für die Fahrer war das mit der Saison jetzt auch, glaube ich, nicht wirklich großartig anders. Ich guck mal gerade was. Wow, guck sich das einer mal an. Das geht mit dem Joystick. Das ist der Hammer. Ohne Witz. Das Teil ist echt der Hammer. Naja. Ah, das ist so chillig mit der Konsole. Das Problem ist halt nur, man muss sich halt wirklich in den Kopf reinbrennen und wirklich halt sich konzentrieren. Das ist das Wichtige. Weil die Tastenbelegung selber, es gibt keine Tastenbelegung. Ich dachte ja persönlich anstecken und fertig. Dafür haben sie das Ding gemacht. Das war mein Gedanke. Und nee, ist nicht. Also ja, man kann das Ding anstecken und fertig. Aber dann hat man eine Tastenbelegung, mit der ich jetzt persönlich zum Beispiel nicht so ganz pari kam, weil es war sehr, sehr
verwirrend und viele Tasten waren doppelt belegt und vor allem die ganzen Mods, die dann drauf waren und so, die hatten alle nicht mehr wirklich großartig funktioniert, ne? Also jetzt habe ich hier noch Follow Me mit drin, ich habe das Ganze hier auch farblich alles dann so gelegt quasi, dass es passt. Ja. Ein bisschen schade wäre vielleicht noch gewesen, wenn die Knöpfe noch beleuchtet wären oder zumindest ein paar Knöpfe beleuchtet wären. Müssen ja nicht alle, aber so Licht oder sowas, das wäre schon ganz cool. Aber ja, das ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz kleiner Wermutstropfen. Also wirklich ganz gering. Das stört mich jetzt nicht so immens. Im Gegenteil. Aber ich meine, das Teil konnte ich mir vorher bei diversen anderen YouTubern angucken. Keiner hat da irgendwie großartig viel drüber gequatscht, nur dass er es hat und dass er jetzt erstmal klarkommen muss, aber ja, wie gesagt, das mit den LEDs oder so, das konnte man so jetzt nie großartig auf den Videos erkennen, ob da jetzt was leuchtet oder nicht. Ich dachte zum Beispiel einem Video, da hätte was geleuchtet, als er drauf gedrückt hat. Ich glaube, bei Oyster Proppe war das. Und da leuchtet auf jeden Fall nichts. Das Einzige, was leuchtet, ist die kleine LED am Stick selber. Obendrauf, wenn du umschaltest, die leuchtet. Aber ansonsten leuchtet halt gar nichts. Gut. Ja, also die Felder, die schon vorgesät waren mit Wintergerste und Winterrapsweizen, das war ja quasi das Test oder der Test oder die Testfelder. Die sind auf jeden Fall jetzt fertig gedüngt. Ihr seht's, die 18 fehlt, die 3, die 15, 6 und 12 mache ich jetzt fertig und die 18 machen wir dann später fertig. Ja. Die 3, 6 und 14, die sind nämlich nicht gewachsen. Nee, die 3, 13 und 14, die sind nicht gewachsen. So war das gemeint. Ah, gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder schon wieder. Wir sind schon wieder am Ende. Wie gesagt, leichte technische Probleme. Und wir sehen uns.